zusammen. Wir kommen zu meiner Küche. Hier ist Claudine. Heute werden wir ein ganz besonderes chinesisches Essen zubereiten. Und zwar Xinhuan mit dieser Pflanze Eizhao. Ja, es ist hier der Frühling und das Qingming-Fest kommt bald. Okay, jetzt fangen wir an. Zuerst machen wir die traditionelle Füllung. Dazu brauchen wir Erdnüsse, weiße Semsams, schwarze Semsams und Zucker. Und dann braten wir sie an und mischen. Und hier ist die andere Füllung mit Eigelb. Es ist nicht so schwer. Das Rezept kannst du am Ende des Videos finden. Die Pflanze Eizhao ist überall bei mir zu Hause. Die kannst du auch einfach auf dem Markt kaufen. Und dann die Eizhao zuerst waschen und sie in einem Topf mit bisschen Backpulver und Wasser kochen. Das bittere Wasser zum ersten Mal brauchen wir aber nicht. Wir brauchen die gekochte Eizhao zerkleinern und sie wieder mit Wasser bis zu einem Saft von 100 Grad Celsius kochen. Und jetzt brauchen wir die folgenden Materialien und sie mischen. Und dann den heißen Eizhao-Saft langsam in der Pulvermischung gießen und sie mit Essstäbchen zu einer größeren Kugelform verrühren. Nachdem sie etwas abgekühlt ist, dann können wir mit Hand machen. Und jetzt können wir den Teig zu mehreren kleineren Bärchen mit etwas 30 Gramm machen. Als nächstes drücken wir es in eine süße Form, um die Füllung hinzugeben. Und dann langsam mit den Händen in einer perfekten Kugel formen. So ist es. Okay, die andere Füllung machen wir auch eins, wie mit einer Knetmasse spielen. Ja, langsam und langsam. Ja, perfekt. Okay, hier ist ein Familienfoto von allen Xinhuans. Jetzt können wir die Xinhuan dämpfen. Zuerst etwas kaltes Wasser geben, auf mittlere Hitze, dann den Topf abdecken. Und warten wir etwas 20 Minuten. Thank you.